So, ja, ich glaube, wir sind live in RimWorld. Hallo. Und dies ist eine kleine Einführung in das Spiel, damit man weiß, worum es überhaupt geht. RimWorld ist ein ja, independent produziertes Simulationsspiel, das ja, in der fernen Zukunft spielt. Die Galaxie ist bewohnt von Menschen und am Rand sind Welten, die selten frequentiert werden. Ungefähr das Äquivalent zu, ja, den Dörfern fernab der Städte sind diese Planeten halt spärlich besiedelt. Merkwürdige Leute treiben sich dort rum. Es ist ein bisschen so, wenn man Firefly gesehen hat, kommt einem das bekannt vor, das ist so der wilde Westen im Weltraum. Und in diesem Spiel, das jetzt schon ein bisschen älter ist, allerdings sehr lange in Alphas und Betas zugebracht hat und ich glaube erst letztes Jahr in der quasi fertigen Version jetzt vorhanden ist. Ja, geht es darum, dass wir auf einer dieser Welten abstürzen mit verschiedenen Voraussetzungen. Also man kann hier, das normale Szenario ist, drei Leute stürzen mit ihrem Raumschiff mehr oder weniger ungewollt auf dieser Welt ab und müssen dann gucken, wie sie klarkommen. Dann gibt es den verlorenen Stamm. Das sind, ja, dein Stamm wurde von den großen Blutmaschinen der Götter angegriffen und vernichtet. Nur fünf von euch haben das Massaker überlebt und müssen entkommen. Das sind man fängt mit fünf Kolonisten an, die über weniger Technologie verfügen und versucht zu überleben. Dann gibt es den reichen Abenteurer. Da fängt man alleine an, allerdings mit sehr guten materiellen Voraussetzungen. Und dann gibt es einen Modus, der ist relativ neu, der heißt nackte Brutalität. Da fangen, ich glaube, zwei Personen. Nee, ich glaube eine Person alleine. Starte mit einer von insgesamt acht Personen, ja. Man fängt mit einer Person an, die nichts am Leib hat und nichts da hat und muss quasi alles von Grund auf erarbeiten. Dann kann man hier selber Szenarien Benutzer definieren. Zum Beispiel hier, das habe ich gemacht, als damals die Jamaika-Koalition für den Bund im Gespräch war und die FDP dann doch nicht wollte und das irgendwie wochenlanges Hin und Her gab. Es nennt sich, dieser Modus nennt sich Sondierungsgespräche. Die Anführer von vier Parteien ziehen sich auf einen einsamen Planeten zurück, um über eine mögliche Koalition zu verhandeln. Es stehen drei Elefanten im Raum: Solidaritätszuschlag, Kohleausstieg und Flüchtlingskrise. Ja, die kann man hier so definieren, was mit welchen Voraussetzungen die Leute, also die Kolonisten starten sollen und welche Sachen sie dabei haben. Hier zum Beispiel die drei Elefanten. Dann habe ich, warum auch immer, bionisches Auge. Wahrscheinlich, weil man die drei Probleme, die drei Elefanten mit Augenmaß lösen muss. Oder so, irgendein blödes Wortspiel habe ich mir damals dabei gedacht. Und da man die hochladen kann, gibt es von anderen Usern verschiedene Mods, die auch neue, wie sagt man, Ausgangssituationen darstellen, wie zum Beispiel Hangover from Hell. Man fängt mit vier Leuten an, die alle irgendwie einen Kater haben und nicht wissen, wie sie da hinkommen. Und dann gibt es hier noch andere Sachen, wie zum Beispiel einen sowjetischen Kosmonaut, der gestrandet ist auf der Welt und so. Aber wir wählen einfach mal den Absturz, weil ja, das ist im Grunde genommen der Standardanfang. So, dann noch wichtiger als das Szenario auszuwählen, ist es, den Erzähler auszuwählen, weil RimWorld ist quasi ein Geschichtengenerator.
Und es geht weniger darum, zu min-maxen und die möglichst beste Basis aufzubauen. Es geht mehr darum, dass möglichst spannende Sachen passieren und möglichst gute Geschichten dabei entstehen. Und ja, die Standard-Erzählerin ist hier Cassandra Classic. Cassandra erzählt die Geschichte so, dass die Spannungs- und Schwierigkeitskurve klassisch ansteigt. Sie wird dich mit gefährlichen Ereignissen fordern, danach ein wenig Raum zum Atmen geben, um dann wieder ein wenig mehr zu fordern. Also das ist so, wie man es von einer Fernsehserie aus kennen würde. Dann gibt's Phoebe Schillaut. Phoebe gibt dir sehr viel Zeit zwischen Katastrophen, um deine Kolonie aufzubauen zu können. Aber Vorsicht, wenn ein hoher Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, wird Phoebe auch hier keine Gnade zeigen. Also da hat man ein bisschen mehr das klassische Aufbauspiel dann. Und reiner Zufall, Rainer macht, was er will. Er wird zufällige Ereignisse generieren, egal wie leicht oder schwer sie zu kontern sind. Für ihn ist alles Drama. Ja, also es kann extrem schwere und unfaire Sachen passieren. Es kann aber auch irgendwie plötzlich jede Menge Gold vom Himmel fallen und die Kolonie ist gemacht. Dann gibt es hier noch so Sachen wie so ein Permadeath-Modus. Kann man einstellen, dass man kann nur einmal speichern, wenn man das Spiel beendet und neu laden ist nicht, oder man kann laden, wenn einem nicht gefällt, was passiert. So, nehmen wir einfach mal Cassandra und gehen wir mal auf einfach. Oder nee, gehen wir auf Mittel. Ach so, und wir müssen uns entscheiden für einen der beiden Modi. So. Ja, dann kann man hier eine beliebige ASCII-Kombination eingeben. Nach der dann der Planet generiert wird. Hier kann man sagen, wie viel Prozent des Planets generiert werden soll. Dann kann man hier noch einige Einstellungen machen. Niederschlag und Temperatur und Population. Machen wir mal Population ein bisschen runter. Machen wir die Temperatur ein bisschen runter ebenso und dafür den Niederschlag ein bisschen hoch. Dann drücken wir auf Generieren und das kann eine Weile dauern. So, jetzt haben wir eine Welt. Ja, die Merkmale, also die verschiedenen geografischen Merkmale, bekommen lustige Namen, die auch zufällig generiert sind. Zum Beispiel hier die See der Wildschweine, Wälder der Schwindler, flaches Becken, braune Hügel, Waldland der Schänder. Die deutsche Version ist übrigens eine Fanübersetzung, also wenn das alles nicht immer ganz hinhaut, dann liegt es auch daran. Und dass das Spiel halt für die englische Sprache programmiert wurde und so Sachen wie die ganzen Artikel, die wir im Deutschen haben, halt nicht vorgesehen waren, unterstützt zu werden. Brutale Berge. Lindersumpf. Das Eugene-Loch. Wer kennt es nicht? Und das Newton-Gebirge. Ja, jetzt kann man entweder hier, also man kann im Grunde genommen überall könnte man versuchen, eine Kolonie zu gründen. Hier in der Tundra, sogar mittlerweile in der Eisdecke, was mit Abstand das schwerste Szenario ist. Ein Anfängerszenario wäre sowas wie gemäßigter Wald. Aber wenn einem das zu langweilig ist, kann man auch den borealen Nadelwald, das ist dann mehr so eine Art sibirisches Klima, wählen. Und was da der Unterschied ist, das kann man hier sehen, bei der durchschnittlichen Temperatur und bei den Tagen im Jahr, die Wachstumsperiode sind, also wo man Nahrungsmittel anbauen kann und ernten. Hier, das ist gemäßigt, das sind 30 von 60 Tagen. Also das kommt ein bisschen drauf an. Ne, wenn man näher zum Äquator geht, dann sind es dann 40. Oder hier ist es dann ganzjährig. Ja, das ist im tropischen Regenwald genauso meistens, ebenso ganzjährig. Das ist natürlich von Vorteil. Das heißt, man kann immer anbauen. Und wenn man jetzt weiter nach Norden geht, hier
Borealer Nadelwald, dann sind es plötzlich nur noch 20 Tage oder noch weiter im Norden 10. Hier. Oder wenn man hier ganz oben auf der Eisdecke ist, nie. Was ein Problem ist. Also hier kann man dann allerhöchstens irgendwelche Robben umnieten und die dann essen. So, wenn man nicht weiß, also wenn man jetzt schon verschiedene Szenarien gespielt hat und... Okay, Entschuldigung. Wo war ich gerade? Ich habe gerade eine Mail bekommen auf dem Handy und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war. Naja, wie gesagt, also die Wachstumsperioden sind ausschlaggebend, wenn man sich einen Ort sucht oder halt auch, wo andere Siedlungen sind. Wenn man zum Beispiel zwischen diesen drei Totenköpfen, das sind feindliche Stämme, das ist hier die Fraktion Wiesel von Maxim, die diese drei Basen hat. Wenn man hier zwischen eine Basis bauen würde, dann würde man wahrscheinlich ständig von den dreien angegriffen. Hier, die sind auch feindlich, die Leute der Lagune, also das ist ein ganz schlimmes Gebiet. Na, und so gibt es dann auch freundliche Stämme, die eher mit einem handeln. Zum Beispiel hier, naja, gut, die sind auch feindlich, ist alles feindlich hier. Ah ja, die sind neutral, grünes Refugium. Das ist die Union vom Loch. Ja. Wie gesagt, nur kann man sich hier aussuchen, wenn man zum Beispiel schrecklich nette Familie-Fan ist, kann man sich hier die Bandiberge aussuchen. Oder wenn man Walter Mörs mag, dann geht man ins Waltermoor. Oder ins Merlingebirge, wenn man König Arthur-Fan ist. Ja. Aber wenn man nicht so richtig weiß, was man will, alles schon mal so ein bisschen gespielt hat, also der Schwierigkeitsgrad auch nicht so ausschlaggebend ist, dann kann man hier auf zufälliger Startplatz drücken. Und dann hätte man jetzt hier zum Beispiel vierzig von 60 Tagen Wachstumsperiode gemäßigter Wald. Hier gibt es welche Steine im Gebiet zu finden sind. Ja, das Land ist eben. Ne, könnte man jetzt nehmen. Nehmen wir das einfach mal, obwohl hier auch wieder feindliche Stämme in der Gegend sind. So, jetzt kommen wir zu den Leuten, die... Jetzt kommen wir zu den Leuten, die dann in der Kolonie versuchen zu überleben. Hier haben wir einen Sozialarbeiter, einen Glitzerwelt-Empath und einen Häftling. Das sieht schon nach einer sehr explosiven Mischung aus hier. Dann können wir jede Menge von verschiedenen Professionen können die Leute haben und je nachdem haben die Leute dann verschiedene Fähigkeiten. Also hier sehen wir die Fähigkeiten, die die Leute haben, die wir hier anklicken. Zum Beispiel der ist ein guter Nahkämpfer und ein guter Forscher, kann aber sonst kaum was. Weigert sich, fürsorglich und soziale Arbeiten zu übernehmen. Also Aufseher kann er nicht werden und Arzt kann er auch nicht werden. Er ist homosexuell, Masochist und ein Jogger. Und sein Hintergrund ist, in der Kindheit war er ein Bunkerkind und als Erwachsener war halt hauptsächlich ein Häftling. Und das mit seinen 21 Jahren. Ein bisschen ausschlaggebend ist auch noch seine Gesundheit. Das können wir hier sehen. Also er leidet in beiden Lungenflügeln leicht an Asthma. Kann ausschlaggebend sein, ihn nicht zu nehmen. Muss es aber nicht. Das ist jetzt noch eine relativ, für einen jungen Mann ist es relativ... Wie sagt man? Also, Scheiße. Das ist eine relativ leichte Einschränkung, die man vernachlässigen kann. Dann haben wir hier das
Der hat sehr viele Passionen, dass diese Flammen, die kleinen und dann die großen bedeuten, das macht er gerne. Also gerne kocht er und macht Bergbau hier, der Haruto. Und mit Tieren, mit Kunst und mit Leuten arbeitet er sogar super, super gerne. Dafür ist er ambrosiasüchtig. Also die Leute können auch Süchte haben, die sie mit sich rumschleppen. Und da er ambrosiasüchtig ist und gewalttätig, das macht so die Vorteile, die er hier hat, wieder wett. Also er ist sehr gesellig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er Leute überreden kann, sich der Kolonie anzuschließen, zum Beispiel, ist sehr groß jetzt hier mit 16. Ja, also ist aber wie gesagt eine Abwägung. Dann ist er 54. Und dann haben wir noch einen Mann hier. Oh, großartig. Was hat er sonst hier? Gequälter Künstler und Nachteule. Das heißt, er ist nachts aktiv, tagsüber sieht man ihn selten. Und er ist ein gequälter Künstler, das hat einen permanenten Einfluss auf die Stimmung. Dann haben wir hier den Sozialarbeiter. Er ist gewalttätig, psychisch hochsensibel, Kannibale und Nudist. Ja, das ist eine Sitcom mit diesen drei Leuten, die sich von alleine schreibt. Auch er ist sozial. Super Typ auf Partys, der Kannibalen-Nudist. Relativ gut in Handwerk. Macht gerne mit Tieren irgendwas. Und Pflanzen, das ist, wie gut er irgendwie in der Landwirtschaft ist, das ist eigentlich auch ziemlich gut. Und hier unten sehen wir eine Zusammenstellung. Also, was können die Leute im Team, wie sind welche Skills vertreten? Und. Also sie können eigentlich nichts wirklich gut von den Sachen, die hier dargestellt sind, bis auf Nahkampf. Und Nahkampf braucht man das. Ja? Wenn man jetzt meint, die sind scheiße, dann kann man entweder hier auf zufällig drücken, dann kann man einen neuen generieren. Wollen wir mal hier. Ich glaube, mit dem Kannibalen, das ist zwar irgendwie lustig, aber mit so einem brauchen wir nicht anfangen. So, schneller Lerner, Transhumanist, geschickt. Das sind alles keine negativen Traits. Man sieht hier geistige Arbeit, also forschen wird er können. Auch er kann Nahkampf, Tiere, Handwerk. Ja, unser Wrackforscher Briefträger scheint mir schon ein besserer Fit zu sein für die Kolonie. Nehmen wir ihn. Es gibt dann noch hier das hier unten, Prepare Carefully. Da könnte man jetzt alles an den Leuten modifizieren, was man will. Das ist allerdings ein Mod. Das ist nicht so im Spiel drin. Darum lassen wir das mal. So, fangen wir einfach mal mit diesen dreien hier an. Ja, jetzt generiert er die Karte. Kleinen Moment. Und jetzt haben wir ein Spiel. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. So, bevor wir die drei sehen, wie sie abstürzen mit ihren lustigen Drop-Pods, können wir hier uns angucken, wenn wir direkt auf die Karte gucken, dass hier überall Sachen rumliegen. Hier liegt Holz rum, Metall, dass man alles verwenden kann. Aber hier ist so ein kleines Kreuz, das heißt, die sind verboten für meine Kolonisten. Nun kann man schrittweise immer in der Gegend, wo man gerade ist, die erlauben. Was ich aber gerne mache, ist einmal über den ganzen Bildschirm gehen und alles erlauben. So. Hier unten, dieses dunklere Land, das ist fruchtbares Land.
fruchtbare Erde. Hier könnte man gut eine Farm bauen. Und hier sind Ruinen von einem alten Gebäude. Da könnte man im Grunde genommen unsere Basis beginnen, finde ich. Haben wir gleich zwei Schlafzimmer hier, die wir bauen müssen, weil jeder Kolonist braucht ein Bett. Und hier einen Lagerraum, wo wir unseren Kram lagern können. So, das sind Arbeitsaufträge, da wird sich jemand drum kümmern, der den Auftrag zum Bauen hat. Das ist momentan nur hier Hammer, der Empath. So, damit dieser Lagerraum benutzt werden kann zum Lagern, muss ich hier eine Lagerzone reinsetzen. Nicht in der Tür. So, jetzt werden die Leute alles, was hier in der Gegend liegt, selbsttätig einsammeln, wenn sie den Job dazu haben und hier reinbringen. Und dann gibt es noch eine Abfallzone. Wenn jetzt zum Beispiel ich ein Gebäude baue und da liegen solche Steine beispielsweise drin oder irgendwo liegen tote Tiere oder menschliche Leichen, dann bevor ich Gräber habe, landen die dann hier in dieser Abfallzone. Und hier können wir ebenso mit Zonen Nahrung anbauen. Hier zum Beispiel, das ist voreingestellt, sind immer Kartoffeln, ich weiß nicht warum. Vielleicht war das die erste Frucht, die man anbauen konnte. Aber wenn wir hier ein zweites Gebiet reinsetzen, können wir eine andere Pflanze einstellen. Wir haben die Wahl zwischen einigem hier. Mais ist am besten, was die Nahrhaftigkeit angeht. Also mit Mais kriegt man am meisten Leute satt. Allerdings braucht Mais auch immer sehr lange, um zu wachsen. Hier unten können wir mal Reis machen. Reis, nein, kann man umbenennen, aber wir sehen ja, was da wächst. So, Reis, dann haben wir hier vielleicht unsere Heilkräuter und hier ein bisschen Baumwolle, damit wir dann später warme Jacken machen können. Ja, Heilwurzeln kann momentan noch keiner anbauen. Dazu brauchen die einen besseren Landwirtschaftsskill. So. So, das reicht erstmal für den Anfang, weil unsere Kolonisten sind ja noch nicht mal da. So, hier sehen wir einen Pott, der gerade landet. Oh, wo ist er abgestürzt? Hier. Ach, na großartig. Die Leute haben schon ein bisschen Kram dabei und einen lustigen Husky namens Danube. Okay. So, das war, glaube ich, hier der Nahkämpfer, ne? Dem Nahkämpfer geben wir mal das Messer. Und die beiden rüsten wir mal mit den Schusswaffen aus, die wir dabei haben. Einen kann er nicht. Ach, Mist. Der Empath ist unfähig, Gewalt auszuüben. Okay, die beiden hier stellen wir mal auf Angreifen. So. Das heißt, wenn ein Feind in der Nähe ist, dann greifen sie den an, während der Empath wegläuft. So, die müssen wir jetzt auch. Wir haben so ein paar Survival Meals und ein bisschen Medizin mitbekommen. Und der Nahkämpfer kann sich hier mal die Schutzweste anziehen. Die wird er am ehesten brauchen. Und dann diese Schutzhose und dann den Schutzhelm. Dann nehmen wir hier diese Bauteile und bringen die als erstes hier unten hin. So. Hammer hat schon angefangen damit, hier Betten und Räume zu bauen. Nikolas, das war unsere Nachteule, oder?
Nee, war nicht. Und warum liegt er im Bett, wenn das nicht unsere Nachteule ist? Weil er Asthma hat. Okay, es geht gut los mit dem Asthma. Ja, jetzt sehen wir, wie die hier so rumwuseln und langsam die Kolonie aufbauen. Obwohl der Raum noch nicht da ist, werden hier schon die Gegenstände reingebracht. Wenn wir jetzt wollen, dass hier das etwas schneller geht mit dem Bauen, können wir die beiden, die das nicht so gut können, auch noch dazu bringen, dass sie hier mithelfen beim Bau, was sie dann machen, sofern genug Rohstoffe da sind. Und sobald ein Raum dann fertig ist, also alle vier Wände stehen, bauen die dann Dach drüber in der Regel. So. Ja, jetzt ist die Nacht eingebrochen und die drei schlafen und hier haben wir noch ein freies Bett, weil wir vier gebaut haben. Das können wir hier jetzt blau einfärben und dadurch wird es ein Krankenbett. Und wenn einer von den Leuten jetzt krank wird, wird er sich automatisch hier reinlegen und behandelt werden. Ja, wir können auch ein Bett für den Hund bauen. Das wäre sowas hier. Allerdings haben wir nicht genug Rohstoffe, um das zu bauen. Da brauchen wir 40 Stoff für. Was wir aber machen können, ist hier ein Platz für das Tier. So, wie wir sehen, hat jetzt einer schon damit angefangen, hier die Kartoffeln anzubauen. Stehen so wilde Heilpflanzen rum, die wir ernten können. Das machen wir hier mit. Und hier so wilde Beeren. Das sind auch wieder Sachen, die man essen kann. So, wie man sieht, hier wird es dunkel. Das heißt, hier ist jetzt ein Dach drüber. Und jetzt ist hier über dem Lagerraum auch ein Dach. Das heißt dann, dass die Gegenstände hier, der hat, weil er draußen lag, hat er drei Haltbarkeit verloren. Aber jetzt, wo alles drinnen ist, verlieren die Gegenstände keine Haltbarkeit mehr. Ja, jetzt haben wir schon eine erste kleine Basis, zumindest mit Betten und einem Lagerraum. So. Ja, das denke ich mal, war es für den ersten Teil. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.